Wir müssen uns da vielleicht was mit dem Feld überlegen. Es wäre vielleicht intelligent, mehr Feld zu haben. Oder mehr Sammler. Oder ich weiß es auch nicht. Ja, eigentlich wäre natürlich total, total clever. Man macht das hier. Ich glaube, das wäre insgesamt sehr hilfreich. Ich glaube, das wäre insgesamt sehr hilfreich, aber dafür brauche ich... Was brauche ich denn da? Ich brauche eine Säge und 250 Flachs. Ich habe wahrscheinlich nicht mal 250 Flachs, ne? Wie sieht denn das hier aus? Ich meine, in dem Jahr, ich baue nur einmal Flachs an. Ich bräuchte wahrscheinlich ein zweites Feld. Ich glaube, dass einzelne Felder vielleicht cleverer sind. Ich weiß es aber nicht so genau, das ist der Punkt. I don't know. I don't know. Man müsste das probieren. Das Feld abreißen, neu machen. Oder verkleinern. Kann man... Ich kann es erweitern. Ich werde es wahrscheinlich nicht verkleinern können. Ne? Verkleinern kannst du wahrscheinlich nur so grundsätzlich. Ja, die Fruchtbarkeit ist auch total, total bescheiden. Ey. Was habe ich denn da angebaut? Das ist... was ist denn das? Buchweizen. Ach, ich weiß nicht. Es müsste... Um hier irgendwas zu reißen, müsste hier insgesamt der ganze... müsste das alles ein bisschen mehr sein. So, da müsstest du mehr Sand haben. Und dann weiß ich nicht, macht... Ach, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe wirklich keine. Was ist denn eigentlich hier? Warum ist denn da alles rot? Ach, das ist die Jägerhütte, okay. Wie ist denn bei dir die Produktionsmenge so? Durchaus nicht so schlecht. Ja, reisende Händler. Das ist schön, reisende Händler sind toll. Solange die Bretter kaufen würden, hätte ich da auch nichts gegen. Aber die meisten wollen halt einfach keine Bretter kaufen. So, das macht keinen Sinn. Ich könnte das hier verkaufen. Der Händler kauft diese Ware. Warte mal. Kann ich das denn... kaufen? Ich würde gerne verkaufen. Ach, der Händler kauft diese Ware nicht. Aha, ich verstehe das mit den Händlern, das ist mir nicht klar. Nee, das mit den Händlern ist mir nicht klar. Eigentlich ist es doch so, dass er sagt, er kauft... warum ist denn hier schon mal ein Dorfbewohner gestorben? Hör doch mal auf damit, Junge. Sterben mir doch nicht alle vor der Nase weg. Auf Lager, auf Lager halten, nein. Ja, kann ich da einstellen, wie viel? Mach mal so, dass du so 150 irgendwas hast. Dann kann ich das vielleicht verkaufen. So, wir haben es geschafft, den Komposteimer da wegzubringen. Ich baue das mal ein Stück nach links. Mal gucken, ob das was hilft. Automatische Kompostierung. Höchste Fruchtbarkeit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mache ich jetzt einfach. Da passieren Dinge. Da ist noch gesperrt. Warte. Mach das mal an. Und dann machen wir nur die Hälfte. Was ist denn da jetzt? Die Arbeiter fehlen Werkzeuge. Aha. Ja, nimm Menschen auf. Das sind immerhin 6 neue Dorfbewohner. Ich meine, das Problem ist, ich werde irgendwann was mit Kohlen brauchen, ne? Ressourcen. Zeige mal. Kann man hier eine Rüstungsschmiede kann ich bauen?
eine Kerzenwerkstatt. Weberei, ein Holzkohlemeiler, der macht dann das. Mich würde interessieren, ob ich irgendwo Werkzeuge herbekomme, sonst müsste ich die ja irgendwann mal kaufen. Und das sehe ich als Problem an. Arbeitercamp. Ah, das könnte man auch machen. Eine Tongrube. Kohle, Sand, Imker. Ein Töpfer. Ja. Wo kriege ich denn Werkzeuge her? Ah, produziert, das ist eine Schmiede. Shit. Was brauche ich denn für, da brauche ich 25 Häuser. Eins von 25 gebaut, toll. Eine Schule? Ich brauche 150 Bewohner, ich brauche Ton und ich brauche 2000 Goldbarren. Na, ich befürchte, wir werden an den Punkt kommen, wo ich irgendwas kaufen muss. Wenn das nicht ziemlich ernüchternd ist, weiß ich es auch nicht. Aber zumindest ist es jetzt mal, oder ist ein Bär. Können wir gerade den Bär killen? Ich meine, der Bär hat gerade einen unserer Dorfbewohner gekillt. Ja, toll. Kriegst 6 neue, verlierst einen an den Bär. War das was Nützliches? Ah, ich kann mir das gar nicht angucken. Ah, gut, er wird im Gegenzug wird direkt einer geboren. Das ist schon schön, aber vom Effekt her nicht dasselbe. Kann ich das Haus denn irgendwie reparieren? Das sieht ein bisschen beschädigt aus. Ich habe nicht die Befürchtung, nicht die Ahnung. Ah ja, mit 10% bei der Schönheit. Ja, wenn ich da natürlich was bauen will, dann muss ich natürlich immer wieder Gold opfern. Ich warte erstmal ab, bis ein Händler kommt, um rauszufinden, wie das mit dem Bretterverkauf sich so anfühlt und ob ich hier irgendwann was für den Ausgrabungsschiss bauen kann. Warte mal. Also hier haben wir eine Schmiede, da haben wir eine Gießerei. Die machen schon mal Barren. Das ist schon mal gut. Eine Brauerei, die macht Bier. Dafür brauchen wir auch Weizen. Eine Möbelwerkstatt, das ist auch klar. Die brauchen dann auch was. Glasmacherwerkstatt. Papier kann man machen. Man kann Buchbindereien bauen und eine Ziegelei. Und auf Stufe 4 gibt es tiefe Tonminen und tiefe Sandminen und diese ganzen tiefen Sachen. Stufe 3 der Nahrungsproduktion ist dann noch eine Käserei und ein Konservierungsdingsgrumpel. Man kann auch ein bisschen was lagern, Wagenwerkstatt. Man kann einen Kornspeicher haben und eine Schatzkammer und eine Fassbinderei. Beim Wohnraum, das kann man wahrscheinlich nur ausbauen. Dann haben wir hier noch ein geschmückter Stamm. Eine Schule, Rattenfängerhaus, das kann man auch bauen. Das kostet jährlich 8. Das könnte man machen, da habe ich aber kein Interesse dran. Und dann gibt es halt noch hier eine, bis zur Bibliothek, Gildenhalle. Verteidigungsanlagen, ja gut, das ist auch klar. Straßenzäune. Gut. Dann ist erstmal abwarten und Tee trinken angesagt. Abwarten und Tee trinken. Ist es irgendwie alles... Oh, die haben zumindest schon mal hier so ein bisschen was fertig bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir mal bei Verteidigungsanlagen, machen wir dann mal weiter. Das ziehen wir dann einfach mal... Ja, das ziehen wir einfach mal bis hier hoch. Warte. Bis da. Genau bis da machen wir das. Was ist denn das? Warum? Warum? Ach, nee. Och. Leute, Tollwut, ernsthaft. Oh, ich werd irre. Auch ein Monat Nahrungsreserven, Alter. Wo soll denn das hinführen? Ich möchte gern... Ah, ich befürchte, das mit den Raubtieren ist irgendwo hier hinten. Weil da jetzt Zeug liegt. Was hat denn das? Dieses Feld wird nächstes Jahr mit Kompost gedüngt. Na, das ist ja super.
Hier ist irgendwer gestorben, aber da hat das Raubtier angegriffen. Der angelt auch im Winter, der ist da eiskalt, der schmeißt das auf die Eisplatte. Kennt der eiskalt nix. Ich wollte eigentlich gerade gucken, wo wir noch ein paar Türen in die Dings bauen. Das war der eigentliche Plan. Pass mal auf, wir machen mal N. Und dann legen wir das mal hier hin. Bis davor, würde ich sagen. Dann drücken wir B. Und dann machen wir das so. Da kommt dann erstmal nur ein Loch rein. Das ist ja wie hier unten, das ist ja auch nur eins. Und dann würde ich auf die Ecke später mal noch so ein Gerät stellen, hier so ein Turm. Oh, wir könnten den Winter überleben. Ich weiß allerdings nicht, jetzt ist nämlich das Essen alle. Sollten wir in Jahr 11 unsere Siedlung aufgeben und sterben? Es könnte möglich sein. Es ist im Bereich... Es ist technisch möglich, dass das passiert. Allerdings ist es auch möglich, dass unsere Jäger und Sammler die Sache ganz gut im Griff haben. Wir könnten... Was ist denn eigentlich mit dem Zaun passiert? Wieso sieht der so scheiße aus? Muss das so aussehen? Ah, okay, der Friedhof wäre auch besser gewesen. Man hätte ihn von beiden Seiten von allen Seiten begehbar gemacht, sehe ich gerade. Aber gut, da können wir ja vielleicht nochmal das irgendwie umbauen. Ja, ich weiß, dass mein Dorf weniger Arbeiter hat. Es ist mir alles durchaus bewusst. Es liegt auch ein bisschen daran, dass mein Dorf kaum Einwohner hat. Also, oh, da kommt ein Händler. Das könnte jetzt bei den Werkzeugen der neue Shit sein. Das könnte bei den Werkzeugen der neue Shit sein. Wir werden natürlich jetzt auch erstmal hier eine Straße hinlegen. Einfach nur, damit ich sehe, wo das ist. Hat jetzt keinen anderen Aspekt, die Sache. Geht nur um Wissen, wo eine Straße hin sollte. Früher oder später. Damit das alles so seine Richtigkeit hat. Der Händler ist da, okay. Guck mal, der würde die 153 Bretter nehmen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie kann ich denn... Der Händler kauft diese Ware, ja. Wie mache ich das denn jetzt? Gut. Ich habe was verkauft. Das ist doch gut. Das ermöglicht mir... Das ermöglicht mir doch vielleicht mal zu gucken, ob irgendwie der Typ Werkzeuge hat. Ich habe die Befürchtung, dass das ganz schlecht aussieht. Der verkauft auch nur Sachen, die keine Sau braucht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das überhaupt so läuft, dass der das verkauft. Die transportieren jetzt die Bretter von A nach B. Warum machen die das? Ich dachte, die sind schon für den Handel zurückgelegt. Wie ist denn das jetzt? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Es wird schon irgendwie, irgendwann wird es schon passieren, denke ich. Vielleicht war es auch der Händler, dem ich es verkauft habe, ich weiß es nicht. Irgendwer wird das jetzt schon irgendwie einsammeln. Es wird seine Richtigkeit haben. Alles. So, jetzt müssen wir mal kurz das ganze Gerumsel hier drehen. Ich brauche Türen. Und zwar eine an der Stelle... Eine an der Stelle. Eine an der Stelle. Na? So. So brauchen wir Türen. Ich habe immer noch meine Bezahlung nicht und der Händler ist aber auf und davon. Interessant. Nee, wirklich interessant. Ah. Ah. Ja, das Ganze mal in die Stadt transferieren. Danke. Der hat Cholera. Hör doch auf mit dem Quatsch, Alter. Zeig nochmal. Warte mal. Händler, ich würde gern was kaufen. Und zwar wären das Werkzeuge. Aber der verkauft halt auch wirklich Feldfrüchte durch Fäulnis verloren. Ich müsste da mit den Feldfrüchten müssen wir auch mal was machen. Nee, ist alles Bums. Nee, wir werden... Oh, wir sind schon ziemlich weit im Jahr. Es ist problematisch. Ich sehe auch mit den Feldfrüchten so meine Probleme kommen. Wie gesagt, ich habe halt wenig Mitbewohner. Die Feldfruchtbarkeit hier ist in dem echt schlecht.
Kann ich denn die erhöhen? Keine Feldfrucht ausgewählt. Nee, ist ja auch gerade keine... Die machen ja hier auch hakig. Hakig machen die. Ich weiß nicht, ob das ist Gehake. Warte mal, wir machen mal den... Der Feldstatus ist befallen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Feldfrucht löschen. So. Das wollte ich machen. Und dann wollte ich da... Können wir da einfach nochmal ein bisschen für das gute Gewissen einfach ein bisschen Kohl anbauen? Ich meine, ich weiß, dass das nicht besonders gut ist. Und dass es sicherlich irgendwie eine Regelung gibt, die besser ist. Da ist die Auswirkung auf die Fruchtbarkeit minus 4. Minus 5. Minus 2. Gibt es denn auch was das vielleicht besser macht? Bohnen hätten einen positiven Aspekt. Oder, warte mal, was ist denn das? Das sind Bohnen, das sind Erbsen. Erbsen hätten einen positiven und Bohnen hätten auch einen positiven Effekt. Lauch? Negativ. Wenn der Bauer vorgibt, die Felder zu pflegen, anstatt sie zu bestellen, kannst du den Unkrautwuchs reduzieren und Steine von den Feldern entfernen. Und das hier ist eigentlich, ja, das macht eigentlich 3%. Ich weise mal noch einen sechsten Arbeiter zu, vielleicht macht das ein bisschen besser, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall noch einen, der krank ist. Hier werden vermutlich die ganzen Dinge gebaut, die dann hier gebaut werden sollen. Dauert halt alles ein bisschen, ne? Wir haben mit der Nahrung, das wird auch eine knappe Sache. Knappe Sache. Warum haben wir jetzt eigentlich nur 844? Okay, das könnte vielleicht sogar hinkommen. Ich weiß es aber nicht. So, ich wollte jetzt mal was bei den Ressourcen gucken, und zwar nach dem Arbeitercamp. Okay, das muss man dann aufstellen und dann baut das in dem Bereich nur ab. Das muss ich dann auch immer zuweisen. Okay. Warte mal, ich würde das jetzt mal hier so an den Rand stellen, dann kann ich da hinten zuweisen. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann bauen die da mal ein Camp hin. Das ist dann gut. Also ich denke, dass das gut ist. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja kein professioneller Verwalter hier. Im Grunde ist es eher so, dass ich keine Ahnung habe. Wir haben allein schon Probleme, dass die das überhaupt hier alles so, ne? Wir könnten natürlich auch Dinge produzieren, die wir dann verkaufen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ich würde ja, wie gesagt, da oben gerne das mit dem Ton machen. Aber... das hat doch bestimmt auch ein Dings hier. Ja, da sind 14.000 drin. Ich kann das natürlich jetzt abbauen, ne? Wie ist denn das bei so tiefen Sachen? Da sind unendlich offensichtlich. Okay. Ja, dann wird es bestimmt... Was ist denn da jetzt los? Ach, da verrottet jetzt das Essen. Oh nein, ich habe nur noch für einen Monat Nahrung und die wollen mir erzählen, dass Blattgemüse verdorrt. Ich brauche unbedingt irgendwas, was man damit macht. Kann man denn irgendwas bei der Nahrungsproduktion aus Blattgemüse machen? Hier haben wir Räuchern. Da haben wir eine Scheune. Was macht denn eine Scheune? Eine Scheune kann Vieh für Nahrung, Felle und Milch aufgezogen werden. Vieh muss von einem reisenden Händler am Handelsposten gekauft werden. Eigentlich macht das total Sinn. Ich würde das mal... Pass mal auf. Ich bin da ja nicht so. Butterbonus. Ja, gut, komm her. Machen wir mal so. Und dann ziehen wir das mal hier hinten aus. Dann haben wir da vielleicht auch einen stetigen Zuwachs. Und wenn da mal ein Händler kommt, da muss ich halt Vieh kaufen. Das ist halt eben dann so. So, und bei euch mache ich das jetzt mal so. Euch wähle ich jetzt so an, dass ihr da in dem Bereich fallt. Das sind jetzt zwei nur. Das weiß ich wohl. Das macht aber nichts.
Ich meine, ich hoffe, dass das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir da halt ein paar mehr hinbuxieren. Ne? Kann man auch nicht ändern. Ich weiß auch gar nicht, ob dann jetzt noch meine angewählten Flächen irgendwas taugen. Keine Ahnung. Kenne mich nicht aus. Auf jeden Fall machen die das jetzt. Ich würde da aber grundsätzlich mal 4 reintun, weil, ey, das macht sonst null Sinn.